Hallo bei Nusto lebt ab, aber die Karte erstmal nicht abhebt, sondern auf dem Boden bleibt. Mit verlassene Fabrik, Punkt Nummer 3, aha. Also anders als bei der letzten Folge. Wir fahren mit den russischen T-26er Panzer als erstes. Noch über, okay. So. Und unsere Gegner sind also zusammen mit den Briten gegen die Deutschen. Jetzt gibt es hier nur ein Punkt zu erobern bei dieser Version der Map. Oh Mann, ist dieser Panzer langsam. So, ich freigeballert. Oh, was für ein Glückstreffer! Zum okay.
Aha, von hinten. Ah, wir können auch unser BT-5 einsetzen. Geht doch mehr ab hier. Der geht ab wie Schmidts Katze. Augen offen, ausgewiesen im Sektor. Das ist ja einer von uns. Oh, genau getroffen. Lol. Ey, was hab ich denn hier für Lacker, so Minute. Zweimal ein Schuss, ein Treffer. Und da bin ich selber ausgeschaltet worden. Genau in die Mitte. Zum Hangar. Aber so eine erfolgreiche Panzerschlacht hatten wir noch gar nicht gehabt. Na, nur 1600. Ne, 1168 Punkte. Panzerretter einmal. Und Ringe haben keine Bedeutung. Okay. Tuhanga. So, da haben wir ja die Panzer der Russen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Schlacht. Bis gleich. Hallo wieder. So, wir fliegen jetzt mit unserer Nimrod Mark 1 über Essen bei den Briten. Gegner sind die Deutschen und... Also zusammen mit den Franzosen gegen Deutsche und Italiener. Das wird jetzt dauern, wir sind ja relativ langsam.
unser Staffelpartner ist ein Franzose. Ich gehe mal kurz auf diese Do 17. Aber bis ich die habe, dauert ewig. Oder sollte ich umschwenken? Da. Die Tür ist angeschlagen. Sie ist weg. Und die Bar 65. Und die Bar ist weg. Und wir haben kein Motor mehr. Und werden noch da beim Landen abgeschossen. Naja, zurück zum Hangar. Naja. Aber ein Abschuss, das ist ja auch schon mal ganz nett. 1976 Punkte. Emblem des 303. Polish Fighter Squadron. Da muss ich mal nachgucken, welche Maschinen die hatten. Da werde ich dann da drauf machen. Sabaton, Aces in Exile, so, hat ja eine Strophe von diesem berühmten Regiment, Flugstaffel der Polen, die in der britischen Armee, in der Royal Air Force gekämpft haben und Bodentruppenretter. Ja. Tohanga. Ah, wir haben ein neues russisches Panzerchen hier. Beziehungsweise ein Flakfahrzeug. Bestellen. Da muss ich die Besatzung hier ändern. Ja, aber forschen wir mal. Ach, mach ja mal hier die T-60. So. BT-5 hat hier auch jede Menge fertig. So, das hier rein. Bremsen rein. Und kaufen und rein. Oh, und auch bei den Briten eine neue Maschine. Oh, müssen wir jetzt auch gleich machen.
Ah, und nur für den ersten Sieg gibt es da 5 Punkte. Ah, ja. Also, von der letzten Staffel und von der letzten Folge der Staffel. Ja, was bauen wir denn da? Sunderland. Hurricane. Beaufort. Blenheim. Bowfighter. Das ist eine geile Maschine. Die soll sein. Danke. Hallo. Nein. Ja. Haben wir die Blenheim überhaupt mal eingesetzt? Und ja. Okay. Hier waren wir ja noch da am Kaufen. Die Bremsen rein. Neuer Motor rein. Und kaufen. Und hier einschießen wird. Erforscht. Und bei der T26er Bremsen erforschen. Kaufen. Mein Motor. Rein. Einschießen. Kaufen. Und Sperrfeuer wird erforscht. So, dann wollen wir mal, wo wir jetzt hier gerade bei denen waren. Ach, die Blendenheim. Ist da drin? Dann hier die Nimrod wird ersetzt durch die Beaufort. Und Deck 3. Da wird jetzt hier Nimrod Mark 2 eingeführt. So. Okay, so, bei den Russen müssen wir hier im Heer ja noch dann Forschung, ja, diesen hier auswählen. So, dann machen wir, wenn wir das nächste Mal bei den Russen sind, werden wir die Maschine. So, ja, also, bis gleich zur nächsten Schlacht mit den Japanern. Eventuell bis dann. Hallo wieder. So, über Provinz Henan mit unseren japanischen Maschinchen hier, die A5M4. Noch kurz warten. So, Gegner, oh, mit den Deutschen und den Italienern Gegner. Briten und Franzosen. Sind auf einem russischen Server scheinbar.
Maschinen sind mir zu hoch. Sind tiefere Maschinen. Und die Augen fliegt mich erstmal. Diese D371. Das war ein guter Treffer hier. Mit Highspeed von oben. Hat nicht viel Munition verbraucht. Ich glaube, ich habe neue Lieblingsgegner. Italienische kleine Flugzeuge. Flugzeug zerstört. Zwei Franzosen runtergeholt. Yeah! Arme Franzose, der mir hier, wo mein nächstes Opfer werden könnte. Oh, Mist. Mist, da habe ich den kollidiert. Schade, schade, schade. Zurück zum Hangar. Technisch gesehen, drei Franzosen vom Himmel geholt. Was immer mehr. 4599 Punkte. Boden, Truppenretter und Bomberretter. So, zu Hangar. Oh Mann, 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 Mann. Was ist das eine Folge gewesen? So, ja. Nämlich die Folge ist jetzt auch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.